Ich kann es nicht glauben, es kommt wirklich die Sonne raus. In der Sekunde, wo ich anfange zu drehen. It's a joke, I know it. It's a joke. The universe is playing a joke on me. Den ganzen Tag war es bewölkt. Perfektes Filmwetter. Literally in der Minute, in der ich aufnehme. Wir nehmen das Licht jetzt einfach so hin. Es ist, wie es ist. Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Fahrtenlauf-Video. Heute zeige ich euch meine aktuellen Favoriten, also Herbstfavoriten, Kati Loves, you know it. Ich kann es tatsächlich kaum glauben, dass ich das zu euch sage, aber ich sitze hier das erste Mal gefühlt in meinem Leben mit einem Tee, denn vielleicht hört ihr es ein bisschen an meiner Stimme. Meine Stimme macht immer mehr den Abgang, denn es gibt ja kein Fahrtenlauf ohne eine kranke Kati. Also irgendwie muss das ja natürlich kommen. Deswegen weiß ich auch gerade nicht, ob mir warm ist oder kalt, weil gerade ist mir richtig warm, aber in 2 Sekunden wieder kalt. Aber Corona ist ausgeschlossen, also yay. Nichtsdestotrotz wollte ich euch nämlich trotzdem meine Herbstfavoriten zeigen. Ich habe verschiedene Kategorien zusammengestellt und dort werde ich eben euch ganz entspannt einfach meine Favorites erzählen. Vielleicht habe ich die eine oder andere Empfehlung für euch. Ich packe hier übrigens ein Werbevideo oben irgendwo hin, einfach weil ich Werbung mache, auch wenn sie unbezahlt ist. So, damit ihr euch nicht wundert. Ich glaube, das Wetter wollte mir einfach, es wollte das Licht hier einfach, es wollte einfach mit Fall in laufen. Das war kein Deutsch, das war auch kein Englisch. Falling ist egal. Ich fange an. Okay, let's go. Die erste Kategorie ist das Thema Kleidung und da möchte ich euch 3 Teile vorstellen, die ich irgendwie sehr lieben gelernt habe, erst seit 2 Wochen oder so, aber die sind auch alle sehr herbstlich. Fangen wir mit diesem Bucket Hat an und ich muss ja zugeben, ich war sehr, 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 sehr skeptisch, als ich die ersten Bucket Hats gesehen habe und war so diese Anglerhüte, Anglerhüte heißen die so? Und war so, das kann noch nicht der Ernst der Modeindustrie sein. Aber ich habe einen gefunden und ich finde den ziemlich cool. Ja, der passt jetzt hier gerade nicht so ganz auf meine Frisur. Wobei, es geht. Mein Kopf sieht nur ein bisschen groß aus. Ich kann euch ja hier mal einblenden, wie der getragen aussieht generell. Aber ich liebe ihn und das Coole daran ist eben, dass es ein Hut oder eine Mütze ist, aber die eben nicht an den Ohren aufliegt, weil ehrlich gesagt, mir wird immer von Mützen und allem möglichen extrem schnell warm. Deshalb kann ich die auch wirklich nur im tiefsten Winter tragen. Das wäre auf jeden Fall so ein Accessoire, das könnte ich mir auch so vorstellen. Übrigens, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dieser Frisur halten soll. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie die Freiheitsstatue. Also könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr denkt. Also jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, jetzt mache ich sie auch nicht mehr auf. Müssen wir uns damit abfinden. Ich hoffe, das ist okay für alle. Die Teile kann ich euch sogar, glaube ich, auch verlinken. Also findet ihr dann in der Infobox. Genau. Das Teil werde ich euch auch in der Infobox verlinken und da habt ihr auch schon sehr, sehr, sehr fleißig danach gefragt. Das ist gefühlt in dem gleichen Material wie der Hut eine Kuschel-Teddy-Jacke. Die ist ein bisschen gecroppt. Ich werde hier, glaube ich, explodieren, wenn ich auf meinen wärmsten Pulli noch eine flauschige Jacke anziehe. Aber very, very cute. Leider in nicht flauschig, sondern nur glatt, aber ist trotzdem in Ordnung. Ich finde es, wie gesagt, cool, dass die gecroppt ist. Da kann man einfach super mit einer Jeans oder so anziehen. Ich habe sonst nämlich nur längere Jacken und das ist irgendwie so eine schöne, ich werfe mir kurz was über Jacke. Wisst ihr, was ich meine? Und sie ist natürlich von außen kuschelig. Und sie passt zu meinem Hut. Okay, bei dem nächsten Favoriten müsst ihr ein bisschen Nachsicht mit mir walten lassen. Ich habe echt versucht, die gerade noch schnell sauber zu machen. Aber es sind nun mal helle, weiße Schuhe. Ich zeige euch einfach nicht die Sohle. Ich meine, das sind auch irgendwo auch nur Schuhe. Das sind aktuell meine absoluten Lieblingsschuhe. Das sind Stiefeletten. Ich persönlich habe die in Den Haag in den Niederlanden gekauft vor ein paar Wochen. Aber ich habe sie auch online gefunden. Kann ich euch auch nochmal verlinken. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich habe generell in Holland enorm viele beige Schuhe wahrgenommen. Also sehr trendy scheinbar. Und ich bin sehr happy. Und warum ich so happy mit denen bin, ist der Grund, weil ich eben nicht die schlankesten Waden habe und deshalb ein großes Problem habe, immer Stiefeletten zu finden, die mir passen. Und ich habe nicht lange Beine, das noch dazu. Und die hier passen gerade so noch, so dass ich, dass sie eben mit meinen Waden passen. Die könnten weiter sein. Ich glaube aber, das dehnt sich eh noch ein bisschen aus. Aber ist trotzdem voll in Ordnung. Aber wie ihr gerade schon gesehen habt, also die kann man halt ein paar Mal tragen, dann muss man die wieder sauber machen. Also Striche und alles Mögliche bilden sich da extrem schnell ab. Aber damit bin ich fein, dann mache ich die halt ein bisschen sauber.
imprägniert sind sie, allerdings, ja, weiße Schuhe halt. Die nächste Kategorie ist die Kategorie Beauty-Produkte. Ich Beauty-Guru. Ich habe das auch schon mal in einem meiner letzten Vlogs gezeigt, aber es ist tatsächlich so ein Favorit und ich erzähle so vielen Freunden irgendwie davon. Deshalb muss ich es auch nochmal in dieser Runde hier, in dieser sehr intimen Runde, nochmal kurz mit euch teilen. Es handelt sich nämlich um Augenbrauenprodukte und ich habe so das Gefühl, ich habe endlich meine Augenbrauenroutine gefunden. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Produkte durchprobiert und bekomme ja auch regelmäßig irgendwas geschickt, das ich auch probiere. Aber nichts hat mich da immer so richtig glücklich gestimmt. Aber das ist der Game Changer. Zum Glück steht hier Werbevideo, weil das könnte bezahlt sein hier. Das hier ist der Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Ein Augenwachs. Das ist einfach so eine ganz glibberige Gel-Wachs-Konsistenz. Und das hält, glaube ich, wahrscheinlich ewig. Also man braucht da wirklich nicht viel Produkt für. Das Tolle daran ist nämlich, diese ganz fluffig hochgekämmten Augenbrauen sind ja gerade so ein bisschen trendy und ja, auch so ein bisschen natürlicher. Bin ich voll der Fan von und ich gucke tatsächlich bei Frauen, die mir begegnen, echt sehr oft einfach nur auf die Augenbrauen. Also ich checke eure Augenbrauen ab. Also wenn die besonders schön sind, sage ich das auch gerne, weil ich finde das einfach, ach, liebe schöne Augenbrauen. Egal. Ich habe generell schon dunkle Augenbrauen, aber auch lange und füllige, aber an einer Stelle eben nicht so füllig. Und dafür muss ich dann einfach leider nochmal nachbessern. Dafür, der ist jetzt nicht mein absoluter Favorite. Ich glaube, da gibt es auch noch bessere, aber den kombiniere ich damit jetzt auf jeden Fall gerade ganz gerne und der erfüllt seinen Job auch ganz gut. Das ist der Brow Wiz auch von Anastasia Beverly Hills. Die kriegt ihr auch alle im Douglas. Und das Gute ist eben, dass ihr damit eure Augenbrauen eben komplett stylen könnt, aber dass die nicht im Gegensatz zu einem Gel, die direkt festbacken, sondern dass ein bisschen länger flexibel bleibt. Das bedeutet, ihr könnt das kämmen, wie ihr braucht und dann braucht es ein paar Minuten und dann wird es erst fest und selbst dann wird es auch nicht so crunchy fest. Mein Trick ist auf jeden Fall, ihr kämmt erst alle Augenbrauen nach oben, also so richtig weg. Und damit es nicht komplett verrückt aussieht, gehe ich noch einmal mit dem Kamm drüber und gehe nochmal so um die Ecke und biege die Augenbrauen nochmal so ein kleines bisschen runter, aber nur so an den äußersten Ecken von den Härchen. Und dann sieht es richtig nice aus. Und genau, tatsächlich benutze ich danach trotzdem nochmal ein Gel, damit es auch wirklich, wirklich hält. Denn meine Augenbrauen, die sind so, du sagst mir nicht, wo ich zu sein habe. Deshalb gehen die ganz schnell gerne in eine andere Richtung. Und genau, das ist jetzt der Control Freak von NYX. Denen finde ich okay. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt gerade keine bessere Option. Den mag ich eigentlich ganz gerne. In der Kombi auf jeden Fall. Wer mein letztes Frisurenvideo gesehen hat, der weiß, dass ich ein großer Fan bin. Aber es ist eigentlich einfach nur eine ziemlich gammelige Haarspange. Eine sehr simple Haarspange. Und zwar ist die hier jetzt von Rossmann und ich mag die tatsächlich so gerne, weil ich diese ganz bestimmte Frisur gerade sehr gerne mag. Das ist die erste Frisur von meinem letzten Fall in Love Video. Check it out, ist verlinkt. Auf jeden Fall kann man sich damit so einen richtig schönen halb offenen Dutt machen und diese Spange hat irgendwie so Gumminoppen da drin. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen sehen kann. Auf jeden Fall werden die Haare dadurch nochmal extra festgehalten und es ist nicht nur dieses Plastik. Die haben extrem viel Kraft und gerade meine Haare machen gefühlt jede Haarspange kaputt. Also irgendwie sind das Zerstörerhaare. Wo wir zum Thema kommen, Zerstörerhaare, ganz kurzer, unauffälliger Plug der Haarliebe-Produkte. Was schlecht. Auf jeden Fall ist es tatsächlich gerade ein riesiger Favorit. Ich benutze tatsächlich, wenn ich nicht gerade irgendwas anderes teste, immer meine eigenen Haarliebe-Produkte. Das ist meine eigene Haarmarke, die es eben bei Rossmann gibt und in Österreich bei Bipa. Deswegen sind das ja aber gerade meine aktuellen Favoriten. Ich habe ja auch immer mal so ein bisschen Phasen, wo ich was mehr oder weniger benutze. Und es ist auf jeden Fall das neue farbfeste, das neue Farbschützer Shampoo. Und es ist fest. Och, meine Güte. Willst du, also, ich mach kurz einen Themenmoment. Ja, Kaffee ist schon besser, muss ich zugeben. Wir überleben es. Ich spreche es jetzt nicht nochmal aus. Auf jeden Fall ein festes Shampoo. Und meine Haare sind ja blondiert, beziehungsweise auch ein bisschen getönt. Und da will ich eben noch ein bisschen mehr auf meine Farbe aufpassen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich will immer die Packung nicht kaputt machen. Also so sieht der ganze Spaß aus. Gibt es, wie gesagt, jetzt erst seit einer Woche oder so. Ganz, ganz neu. Und ihr liebt ja auch die festen Shampoos. Und ich muss sagen, ich kriege das Feedback von so vielen Leuten in meinem privaten Umfeld. Auch so ohne Witz, ich nutze nichts anderes außer das feste
Shampoo. Ich habe schon so viel probiert. Also das ist auf jeden Fall der Favorit. Und dazu kombiniere ich aktuell sehr gerne den Mähnenzähmer wieder. Das ist von der Intensivpflege die Haarmaske. Der sieht so aus, der Mähnenzähmer. Der ist einfach nochmal super reichhaltig und gerade so in Richtung Herbst, Winter brauchen die Haare, finde ich, schon nochmal ein bisschen mehr Pflege als im Sommer. Da mag ich es ganz gerne, wenn die Haare schön rundum versorgt sind. Next up haben wir Musik und Playlisten. Ja, meine Favoritenvideos sind immer ein bisschen querbeet. Das haben wir ja, glaube ich, inzwischen mitbekommen. Ich höre meine Musik immer auf Spotify. Ihr könnt mir da sehr gerne folgen übrigens. Da heiße ich Domino Kati und habe auch eigene Playlists dort. Und an dieser Stelle muss ich natürlich meine eigene Playlist anmerken, die perfekt in das ganze Fall-in-Love-Wetter passt. Die heißt Rainy Days und geht so ein bisschen, es ist ein bisschen melancholisch. Also Rainy Days, weil es draußen regnet, aber auch wenn manchmal die Stimmung so ein bisschen rainy ist, wenn es einfach so ein bisschen Regenwetter ist in der Gefühlswelt. Ihr wisst, was ich meine. Also einfach so eine schöne Playlist. Hört sich mal an, wenn es in eure Stimmung passt. Kurz einen Herzinfarkt bekommen, dass die Kamera nicht filmt. Verbindung fehlgeschlagen. Love that. Bing, 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 bing. Filmst du noch, Kamera? Bitte film noch. Sieht gut aus. Perfekt. Okay, Ende der Werbepause. Als zweites mag ich die Playlist Herbst Chill Out extrem gerne. Das ist ja auch irgendwie eine herbstliche Vibes-Playlist. Die ist aber ein kleines bisschen positiver. Einfach eine sehr chillige Mood, wenn ihr irgendwie gerade die tollen Rezepte nachmacht von meinem vorletzten Video. Dabei irgendwie entspannte Herbstmusik hören, da passt die perfekt rein. Oder wenn es mal einfach nur generell gute Laune sein soll, dann mag ich gerade die Playlist Lemonade sehr gerne. Ich kann irgendwie nicht so ganz in Worte fassen, was da so, wie ich diese Musik nennen soll, aber schon so ein bisschen so moderne, weiß ich nicht, Musik. Besondere, aber nice Musik. Auch so, gefühlt kommen da sehr viele TikTok-Hits auch her, aber irgendwie auch nicht so ganz, ich weiß nicht, gönnt euch die mal und sagt mir, wie ihr das Genre davon nennen würdet. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und zuletzt haben wir dann noch die Playlist Babe, beziehungsweise BBE. Das ist so ein bisschen modernes R&B mit Mädels, die es voll drauf haben. Ich habe ja auch eine Playlist, die so, die Boss-Bitch-Playlist ist das, glaube ich. Und die geht so ein bisschen in die Richtung. Also einfach so Female Empowerment, Frauenpower, sowas in die Richtung. Also wenn das euer Ding ist, schaut euch die mal an. Passend zu dieser Jahreszeit muss ich natürlich auch über Filme und Serien sprechen. Ich muss aber zugeben, in letzter Zeit oder in den letzten Monaten ist meine Seriensucht sehr, sehr stark zurückgegangen. War schon mal krasser. Aber ich finde, sie kommt langsam wieder. Ich habe jetzt immer mal wieder öfter irgendwas geschaut. Und zwar, es tut mir leid, wenn ihr genervt davon seid und ich weiß, es ist Platz 1 der Charts, aber Squid Game habe ich auch geschaut. Ich bin dem Hype entfallen und fand die tatsächlich auch ziemlich gut. Sie war ein bisschen strange, war sie schon. Also es ist auf jeden Fall auch nichts für schwache Nerven oder für sehr junge Menschen. Einfach, weil sie so unnötig blutig ist. Also ich finde, das ist so, weiß ich nicht, da sterben halt Menschen und es ist halt so überdramatisiert rot. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen, ja, wenn man das davon so ein bisschen absehen kann und so ein bisschen die Story dahinter einfach cool findet, dann ist das sehr spannend. Auch wenn mich das Ende sehr überrascht hat und sehr verwirrt hat, weshalb ich mir erstmal mehrere das Ende wird hier erklärt Videos angeschaut habe, dann macht das mehr Sinn, aber vorher war es ein kleines bisschen verwirrend. Sagt mir mal Bescheid, wie ihr das Ende findet. Aber es ist ja noch ein offenes Ende und deshalb bin ich sehr gespannt. Es wird garantiert eine zweite Staffel geben, alleine weil das so gerade im Gespräch ist, dass es die erfolgreichste Serie des Jahres ist oder so. Also mal gucken. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Folgendes. Ich habe keinen Fernsehanschluss. Ich gucke kein Fernsehen. Das ist nichts, was irgendwie in meine Routine gehört, außer Germany's Next Topmodel einmal im Jahr. Das streame ich dann aber. Ich bin aber tatsächlich einer Fernsehshow entfallen, die ich nachschaue in der Mediathek, einfach bei Join. Das gibt es ja auch kostenlos, wenn man sich da anmeldet. Und zwar ist es die Show Wer stiehlt mir die Show? Da habe ich jetzt die erste Staffel nachgeschaut und die zweite Staffel geschaut. Fand ich extrem cool. Das ist eine Spieleshow, aber einfach mit extrem coolen Gästen. Ich weiß nicht, warum ich die so gecatcht habe. Das ist einfach so eine Serie, eine Show, die man so gut nebenher laufen lassen kann und fand das Konzept der Serie Show mega cool und vielleicht erzähle ich euch allen noch nichts Neues, weil ihr alle noch Fernsehen guckt. Vielleicht bin ich auch anders. Und zu guter Letzt,
In wenigen Tagen kommt eine neue Staffel You raus, meine Lieblingsserie sozusagen. Oder eine, die auf jeden Fall in den Top 3 ist. Die werde ich auf jeden Fall suchten. Also kleiner Reminder, dass da diese Serie bald wieder weitergeht. Es tut mir leid, ich höre mich ein bisschen an, als wäre ich im Stimmbruch. Wenn ich morgen gar nicht mehr sprechen kann, ist das wegen diesem Video. Als nächstes möchte ich euch noch ein paar Lieblingsaccounts vorstellen, Lieblingskanäle. Das ist ein bisschen ironisch, weil ich schaue nicht so viele Serien oder so. Aber dafür sind meine zwei Lieblings-YouTube-Kanäle gerade Kanäle, die sich mit Serien und Filmen beschäftigen. Das ist genauso wie als gerade Animal Crossing noch ein bisschen mehr gehypt war. Ich habe teilweise mehr Zeit mit Animal Crossing Let's Plays oder Videos dazu. Ich habe damit mehr Zeit verbracht als mit Animal Crossing Spielen. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Auf jeden Fall ist mein Number One Lieblingskanal schon seit vielen Monaten eigentlich sogar Friendly Space Ninja. Im Prinzip macht er Serienreviews und die gehen auch sehr, sehr lange, also gerne mal so 40 Minuten oder länger. Aber er macht es so gut. Er geht auf so Details ein. Zum Beispiel hat er eine ganze Folge über Riverdale gemacht. Watch it. Schaut's euch an. Er hat einfach alles nochmal, ich hätte das im Leben nicht so gut in Worte packen können, wie er diese Serie bewertet hat. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Mit extrem viel Humor und auch, wenn er zum Beispiel über eine andere Serie spricht, dann irgendwie sagt er dann, ja, aber es ist immer noch nicht so schlecht wie Riverdale. Oder Emily in Paris ist auch sehr schlecht bei ihm weggekommen. Also durch diese Review bin ich erst auf ihn aufmerksam geworden. Also extrem cool. Und der andere Kanal ist Alex Myers und er macht, na, ich würde sagen, er fasst die Serien eher zusammen oder auch Filme teilweise mit so ein bisschen lustigen Animationen, die er eben selbst gestaltet. Er ist nicht so bewertend wie Friendly Space Ninja, aber auch extrem cool und auch sehr unterhaltsam gemacht. Und ich finde es immer sehr spannend zu hören, wie andere über eine Serie denken. Was mich dazu bringt, dass ich eigentlich mal wieder einen KTV-Talk machen sollte, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Jetzt kommt mir die Sonne ja doch ein wenig zu sehr raus. Fallen in Love Time. Wir freuen uns ja über jedes bisschen Sonne. Und dann möchte ich euch noch meinen Lieblings-TikTok-Account derzeit vorstellen. Ich weiß, sie ist generell gerade mega im Hype, aber ich möchte euch sie auch nochmal sehr ans Herz legen, wenn ihr auf TikTok unterwegs seid. Es ist Emily Mariko. Ich muss sie kurz nachschauen. Sie ist das Mädel, die die ganz virale Salmon Bowl, also Thunfisch Bowl, erfunden oder gezeigt hat auf jeden Fall. Das Rezept habe ich auch nachgemacht und ist tatsächlich extrem lecker. Ich habe es aber in etwas Kalorienärmer gemacht und ohne Fisch, weil ich den Geschmack von Fisch nicht so gerne mag. Aber was ich so toll finde an ihren Videos, sie, also im Prinzip geht es nur um Essen bei ihr, aber sie hat so eine ganz entspannte Art, diese Rezepte zu zeigen oder sie, also irgendwie ist auch alles, was sie macht, so schön echt. Das ist total verrückt. Das muss man irgendwie sich mal angucken. Sie ist so die Ruhe selbst und sie macht irgendwie jetzt nicht so verrückte Rezepte, sondern sie so, ja, also jetzt mache ich hier irgendwie aus dem Reis, den ich noch übrig hatte oder aus dem mache ich dann dies und jenes und so. Beziehungsweise sie spricht übrigens nicht in ihren Videos oder selten zumindest, sondern sie zeigt einfach nur, was sie macht und filmt es so ein bisschen mit. Und es ist irgendwie sehr, ich weiß es nicht so sehr, es bringt einen so ein bisschen runter. Ja, keine Ahnung. Guckt es euch an, damit ihr mich jetzt nicht für verrückt haltet, was ich hier von mir gebe. Dann hätte ich noch einen Technik-Favorite und ich wusste erst nicht, ob ich den reinbringen soll, aber ich bin tatsächlich sehr großer Fan. Deswegen sage ich es jetzt einfach nur ganz kurz, ohne groß auszuschweifen. Aber es ist tatsächlich meine Apple Watch, die ich seit einigen Monaten jetzt inzwischen habe. Sie war tatsächlich ein Geschenk von mir an mich selbst. Ich habe ja letztes Jahr so viel abgenommen und das war so ein bisschen meine Belohnung an mich selbst, wenn ich eine bestimmte Zahl erreicht habe. Dann wollte ich mir die Apple Watch kaufen. Habe das erst viel später gemacht, deshalb ist es irgendwie, ja, Belohnung gewesen eben. Aber es ist auch total, ich weiß nicht, irgendwie macht es zum einen sehr viel Spaß, irgendwie so seine ganzen Schritte und so weiter zu tracken. Da gibt es natürlich auch Fitbits und so weiter, das ist mir bewusst. Ich persönlich kriege den ganzen Tag ja auch irgendwie Nachrichten am Handy oder Push-Nachrichten, Kalendereinträge, keine Ahnung was. Und meine Apple Watch kriegt eben alle Push-Nachrichten zuerst. Das bedeutet, ich muss nicht immer mein Handy parat haben, weil ich arbeite ja auch von zu Hause. Das bedeutet, ich renne hier immer irgendwo rum. Ja, muss nicht irgendwie mein Handy immer von A nach B mitnehmen. Das liegt manchmal einfach irgendwo. Keine Ahnung. Achso, ich habe hier noch irgendwo ein Band, was ich euch zeigen wollte. Also das hier ist einmal das, ich habe die in Rose Gold und in 40 mm. Das ist die kleinere Version. Ohne SIM-Karte, weil wenn man nicht irgendwie groß joggen geht oder so oder irgendwo ohne Handy in Reichweite unterwegs ist, braucht man das glaube ich nicht. Das ist die Version, die letztes Jahr rauskam, soweit ich weiß. Genau. Und genau, dann habe ich noch ein weiteres Apple Watch Band, das habe ich mir einfach auf Spotify.
Leute, helft mir. Das habe ich mir auf Amazon gekauft. Kann ich euch gerne auch nochmal verlinken, wenn ihr möchtet. Das ist einfach so ein bisschen für schickere Anlässe, für Meetings und so weiter. Weil ich finde, das sieht dann mir ein bisschen zu sportlich aus. Und zu guter Letzt etwas, was ihr vielleicht nicht von mir erwartet hättet. Ich packe das jetzt einfach mal in die Kategorie Lifestyle. Ey, wirklich, die Sonne. Das ist einfach, ich habe die nicht bezahlt. Und die, also, okay. Ah ja, kurz vergessen. Ich habe heute auf jeden Fall Aussetzer, wie ihr merkt. Ich bezeichne mich als eine Person, die absolut 0,0 einen grünen Daumen hat. Also gar nicht. Bei mir weiß ich nicht. Also, nee. Ich bin froh, wenn mein Gras nicht komplett braun ist im Sommer. Ich habe aber tatsächlich an einer Pflanzensorte enorm viel Freude in letzter Zeit. Und ja, ihr Pflanzenmenschen, don't judge me. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dieser Pflanze eigentlich, aber sie macht mir auf jeden Fall Spaß und das zählt. Das hier ist eine Pilea. Auf Englisch heißt die Chinese Money Plant, also eine chinesische Geldpflanze, was ich irgendwie süß finde. Irgendwie sehen die aus wie so Seerosen. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich die total cute. Was ich daran so spaßig finde, ist, dass man super easy kleine Babys züchten kann. Kleine Ableger. Das hier ist nämlich gerade mein kleiner Pilea-Brutkasten. Das Coole an dieser Pilea-Pflanze ist nämlich, ich überlege gerade, man sieht es hier so ein bisschen. Hier drunter kommen auf jeden Fall Ableger raus. Das bedeutet, die Pilea macht einfach selbstständig und zwar ganz oft eigene Babys. Die kann man dann einfach abschneiden und kann sie in Wasser stellen. Ich finde es total verrückt. Das ist so cool. Die hier habe ich vor einer Woche oder so abgeschnitten. Nach wirklich 2 Tagen oder so. So sieht man auch schon direkt Wurzeln. Sie wächst und gedeiht seitdem. Und das hier ist eine minimal ältere Pflanze. Die habe ich so seit 3 Wochen oder so. Da habe ich die abgeschnitten. Und jetzt hat die schon richtig viele Wurzeln. Also ich kann die eigentlich safe schon einpflanzen in Erde. Aber ehrlich gesagt bin ich ganz glücklich. So muss ich mich gerade um gar nichts kümmern. Und die hat ihr Wasser. Ich muss sie nicht gießen. Und das macht einfach so viel Spaß, diese Pflanzen zu züchten. Beziehungsweise den irgendwie den Wurzeln beim Wachsen zuzugucken. Und ja, ich habe auch schon 2 Freundinnen jetzt Ableger gegeben. Irgendwie finde ich den Gedanken so cool, dass bei jemand anderem ein Stückchen von meiner Pflanze weiter wächst. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat das voll was. Deshalb, ich bin im Pflanzengame, obwohl ich gar keine Ahnung von Pflanzen habe. Es ist auch eine sehr dramatische Pflanze, muss ich zugeben, weil wenn die mal Wasser braucht, ist die direkt so, gib mir Wasser. Und dann kriegt sie so Wasser und sie so in 20 Minuten, ach so, war alles gut, ist okay, ich lebe wieder. Ein bisschen launisch, diese Pflanze. Aber es macht Spaß. Ja, das war auf jeden Fall auch ein erstes Mal für mich, dass ich hier mit euch über Pflanzen spreche. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt. Ich gehe vielleicht jetzt einfach mal eine Runde raus, wenn die Sonne schon hier so mich ins Spotlight stellt und kuriere mich ein bisschen aus für weitere Fall in Love Videos. Ich habe ja auch schon einige vorgedreht und das wird noch enorm cool, also bleibt am Start. Das nächste Video kommt schon nächsten Samstag um 11 Uhr wie immer und ihr könnt jetzt sehr gerne hier noch das letzte Fall in Love Video schauen. Da habe ich, wie gesagt, Frisuren gezeigt und hier könnt ihr auch noch meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns am Samstag. Macht's gut. Tschüss.